Und da hat sich Annika Brüsewitz wieder wehgetan, aber steht sofort wieder. Kann weitermachen. Die Entschuldigung und dann kann das Spiel weitergehen. Und das war mal schön rausgespielt. Hat sie sich schön gelöst, Alicia Panzer. Zum achten Treffer. 26 zu 7. Und da hat sie den Platz genutzt, den sie hatte. Macht ihr sechsten Treffer, Julia Kreter, mit 26 zu 8. Nachgeschlagen von Alicia Panzer, aber der war schon im Kreis. Es gibt Abwurf. Und Abwurf vom Torwart kommt nicht bei der Mitspielerin an, sondern bei Anna Schiller. Die macht den Treffer zum 27 zu 8. Schön durchgesetzt da von Annika Brüsewitz. 27 zu 9. Und das war jetzt wieder schnell gespielt auf Schweriner Seite. Alicia Panzer. Treffer Nummer 9. 28 zu 9. Der blinde Pass nach vorne. Kommt dann doch bei Vivien so an. Und vorne reingespielt auf Anna Schiller. Treffer Nummer 4. 29-9. Fuß. Die eigene Spielerin auf den Fuß gespielt. Und wieder schön gespielt. Thekla Subruk. Der Pass da ihren dritten Treffer und der lange Pass da vorne auf Alicia Panzer. Treffer Nummer 10. Zu 9. Es ist einfach kein Durchkommen für die Tetroer Mannschaft da.
Die Lücken tun sich nicht auf, aber sie machen das Spiel auch sehr, sehr eng. Und jetzt hat sie mal die Lücke gefunden. Kriegt den Ball aber nicht im Tor unter. Aber es liegt jetzt auch daran, dass Sperrin jetzt im Gegensatz zur ersten Halbzeit mit der Zonendeckung spielt. Dann bekommt sie nochmal einen Ball und jetzt gibt es 7 Meter. Julia Kreta, 39. Steht es und es bleibt beim 39, aber es gibt einen Wurf. Und wieder gehalten. Und Julia Kreta jetzt nochmal von außen und jetzt ist er drin. Treffer Nummer 7. Wechsel auf Schweriner Seite jetzt, wie wir ihn so verlässt. Die Platte und Lysan Heiden. Kriegt ihre Einsatzzeit. Anna Schiller nach dem Doppelpass. Mit der Licia Panzer. 31:10. Und Julia Kreta bleibt da an der Latte hängen. Ja, sie beißen sich da an der Schweriner Mauer fest. Versuchen da am 1 gegen 1, meist gegen 2 Schwerinerinnen durch zu laufen. Und wo kein Platz ist, da kann man nicht durch. Das müssen sie da mal wieder feststellen. Kreta jetzt mit dem Körpertäuschung und der lange Pass ist weg. Und Klut geht nun vom Feld. Teile Charlotte jetzt dafür auf der Platte. Und jetzt gibt es wieder eine neue Zuordnung. Und Auszeit genommen auf Seiten von Tetero. Wieder etwa zur selben Zeit. Wir spielen nun in der ersten Hälfte, ca. 5 Minuten vor dem Ende, damit die mit hier noch einmal verschnaufen können. Holt sie da alle zusammen. Macht er bisher dabei so technische Anweisung. Aber an sich scheint er doch zufrieden mit der zweiten Halbzeit seiner Mädchen und es wirkt auch deutlich verbessert im Gegensatz zur ersten. Ja, da fehlt bei Schwerin kurz die Zuordnung. Jetzt mal die schnelle Möglichkeit für Tetero, aber jetzt. Da war keine Lücke. Wechsel!
Der Ball war weg. Na, und in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren. Und dann der Ball an den Pfosten von Lisanne Heiden. Gewaltiger Wurf, aber er ist nicht im Tor untergekommen. Und 7 Meter. Julia Kreta an den 7 Meter Punkt. Der Trainer schenkt dir das Vertrauen. Und auch diesmal scheitert sie. Diesmal an Nora Westphal. Ein technischer Fehler. Ein sogenanntes Doppeldribbling. Wieder ausgeglichen und Lisanne Heiden. Diesmal besser. Treffer Nummer 2, 32 zu 10. Und da hat sie sich schön den Platz erlaufen, Thekla Subruk. Aber kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass Tedro jetzt nicht schafft. Die Möglichkeiten, die sich jetzt doch erspielen, in Torerfolge umzumünzen. Freiburg wieder für Tedro. Und jetzt doch ein bisschen Bewegung im Spiel, aber und da rollt der grün-weiße Konter-Express. Alicia Panzer lässt der Torhüterin keine Chance. Treffer Nummer 11, 33 zu 10. Und wieder haben sie sich da die Lücke geholt und wieder scheitern sie an Nora Westphal. Und im Gegensatz der schnelle Konter für Schwerin. Lisanne Heiden, 34 zu 10. Und auch da im 1 gegen 1. Kreta wieder fest im Griff. Da fehlt nur noch das Zusammenspiel bei den Tedoroan. Das, was der Trainer hier sagte: Ball laufen lassen, spielt miteinander. Und dessen steht die Schweriner Abwehr sicher. Der Konter dann am Tor vorbei. Der muss natürlich dann auch rein, Anna Schiller. Ja, und das sieht der Trainer auch so, 10 Liegestütze als Maßnahme dafür, den Ball konzentriert abzuschließen und dann ist das Spiel vorbei. 34 zu 10 für die erste D-Jugend vom SV Grün-Weiß Schwerin gegen den SSV Einheit Tedro.